Kannst du versuchen, ihn festzuhalten, wenn er benommen ist. Vielleicht ist Schäfer möglich. Zu schwach, um das zu machen, weil ich habe jetzt... Sie ist ja auch eine Frau. Ich habe jetzt dreimal hinter dem gestanden und es hat nie funktioniert. Okay, ich versuch's dann nochmal. Also dann, wenn das rosa, das orange Ding getroffen wurde, oder was? Wenn das aufleuchtet und wieder getroffen wird, oder? Ja. Dann versuchen wir ihn zu attackieren. Mann. Okay, jetzt vielleicht? Ja. Oh, da war was. Oder das war ausweichen, ich weiß es nicht. Könnte ausweichen, wie gesagt. Fast halten. Okay. They shoot through me! Messerangriff! Messerangriff! Ist er jetzt nur oder? Weiß ich nicht. Das ist so dumm. Das ist so dumm. Oh Mann. Das ist aber auch unfair, dass sie in die Sequenzen sowas einbauen, ne? wo müssen wir es denn jetzt nochmal machen? Oh, nicht, bitte nicht ab dem Typen da noch. Ach, danke schon. Oder? Ja. In die Augen. That was for our fallen brothers.
Ist er jetzt tot? Ich glaube ja. Ich hoffe ja. L'Oreal, weil wir es uns wert sind. Ich glaube, das war's. Komm, bitte. Zeig Ende und so. Finn. Schlutt. Oder zeig mir irgendeinen Abschluss. Ja. Oh, Dankeschön. Oh Mann, das letzte Stück war echt hart. Ja. Also gut, wenn man weiß, wie das funktioniert, ich glaube, dann geht das richtig schnell. Aber das Problem ist halt, man hat keinen Hinweis darauf, dass man das machen muss. Nee, nicht wirklich. Außer, dass er da, glaube ich, ein bisschen gestanden hat und so rumgetaumelt hat. Aber... Das sah für mich nicht so aus, dass ich den da angreifen könnte. Nee, absolut nicht. Oh. So, wann machen wir Platin? Fick dich, ey. Nix Platin. Kennst du mich aber schlecht. Ich will dazu 100% haben. Tja, viel Spaß. brauchst du da noch irgendwelche Online-Trophäen? Ich glaube, ja. Nein. Doch. Mal ganz davon abgesehen, dass man das Spiel dann jetzt auf Veteran durchspielen muss. Zu zweit oder einzeln? Einzeln. Ja, bitte. Dann viel Spaß damit. Ja, das werde ich dann irgendwann mal machen. Ich denke dann so 2023 oder so werde ich das dann mal angehen, denke ich. Nicht. Das war jetzt normaler Schwierigkeitsgrad, ne? Ich glaube, ja. Ich fand den schon sehr knackig. Ich denke, hauptsächlich hing es daran, dass wir ihn oft nicht erkannt haben, was man machen muss. Ja. Wenn ich jetzt mal den Endgegner hier nehme oder auch diese komischen Insektenviecher, die waren ja eigentlich relativ einfach. Wenn man dann wusste, was man machen musste und wenn man getroffen hat. Ja, wenn man getroffen hat. Und ich glaube aber, wenn du auf schwierigen Schwierigkeitsgraden spielst, hast du noch weniger Munition. Und die war bei mir ja schon sehr knapp. Ja, das ist gut möglich. Aber du kannst die Waffen ja mitnehmen in den höheren Schwierigkeitsgrad. Okay. Das heißt, die Pistole ist dann quasi schon zu Beginn voll upgraded und dementsprechend mächtig. Dann braucht man, glaube ich, nicht unbedingt so viel Munition. Boah, die Musik geht mir gerade voll auf den Sack. Muss ich mal gerade wegmachen. Ja, aber sonst... traust du dir? Die hat einen Stunt-Doom? Egal. Da stand gerade für einen virtuellen Charakter, dass dieser virtuelle Charakter einen Stunt-Doom hat. Warum? Das war bestimmt irgendwie für... Wie nennt sich das, wenn die so Pünktchen im Gesicht haben und am ganzen Körper? Motion ist das Capturing. CG? Motion Capturing, genau. Ja. Weiß ich nicht. Davon vielleicht irgendwie. Aber ich glaube, da ging es um den Synchronsprecher, also... Was? Ja, ich verstehe es auch nicht. Stunt-Double für einen Synchronsprecher. Ja, braucht man ab und zu mal, ne? Alles klar. Was traue ich mir zu? Ein Gesamtfazit für das Spiel. Ach so. Ist schwierig, dass sich das Ganze jetzt über 2 Jahre hingezogen hat. Ja, doch. Aber ich finde irgendwie an sich ganz cool. Nur die Story irgendwie, weiß ich nicht, die hat mich jetzt nicht so gepackt. Könnte vielleicht auch daran hängen, dass wir dann jetzt Teil 5 gespielt haben der Reihe und vorher gefühlt 13 andere Titel kamen. Obwohl das Spiel nur 5 heißt. Aber ich finde, was mich am meisten so gestört hat, war irgendwie, dass jetzt mir das so vorgekommen ist, weil ich das Spiel noch nicht kannte,
dass mir die Kapitel, die sind mir irgendwie zu lang. Hm. Dann hätte ich anstatt 6-3 hätte ich lieber irgendwie 10-4. Hätte ich da lieber. 10-4. Aber statt 6-3 lieber 10-4. Ja. Aber halt dann kürzere Kapitel so. Ja, aber es kann natürlich auch sein, wenn wir das jetzt nochmal durchspielen, dass wir am Anfang genauso scheiße sind, weil wir uns nicht mehr dran erinnern können, weil es schon 2 Jahre her ist. Aber ich denke, also es geht auf jeden Fall schneller, wenn man das Spiel kennt, so. Ja, wir hatten ja teilweise nur C-Rang, was die Geschwindigkeit angeht. Ja. Und da hat man teilweise ja für ein Kapitel eine Dreiviertelstunde. Ich denke, dass man das in deutlich weniger Zeit abschließen kann. Vielleicht muss man auch gar nicht alle Gegner kaputt schießen, wie wir es gemacht haben, sondern einfach mal an der einen oder anderen Stelle einfach mal rennen. Ja, aber wenn ich, da ich jetzt wollte nicht rennen, weil da konnte man ja auch irgendwas übersehen. Ja, richtig. Wenn ich da jetzt an diese Szene denke mit den 2 Insektenviechern und den 2 Dicken, die musste man ja töten, damit man weiterkommt. Ja. Ja. Gut, wenn ich ja, gut. Früher die Magnum mitgenommen hätte, dann wäre mir auch aufgefallen, dass das deutlich schneller geht. Ich wäre auch eine Magnum. Ich hätte mir eine kaufen können. Ich bin doof. Ja. Da gibt es auch eine Trophäe für. Alle Waffen kaufen. Naja. Also, du hast hier die vorangehenden Resident Evil Teile, glaube ich, nicht gespielt, ne? Sagtest du? Nein. Im Vergleich zu den, in Anführungsstrichen, alten Teilen war das natürlich eine deutlich actionlastigere Ausrichtung und das hat vielen damals nicht gefallen. Wenn man es als Actionspiel betrachtet, losgelöst von seinen Vorgängern, dann ist es ein ordentliches Spiel. Wenn man es in der Reihe sieht, dann war es zu dem Zeitpunkt, glaube ich, der Tiefpunkt der Reihe, weil zu weit weg vom Original. Ja. Zu weit weg von dieser Grusel-Horror-Geschichte und ja, da war hier so gut wie gar nicht vorhanden. Ja. Der erste Teil hat sich ja ausgezeichnet, oder die ersten 3 Teile waren ja Survival-Horror schlechthin. Das hast du hier überhaupt nicht. Also ich fand es noch nicht mal wirklich gruselig. War ja auch teilweise ja. Ekelhaft, dass denen da die komischen Würmer aus dem Mund rauskamen, aber sonst. Ja. Aber ich weiß nicht, wenn es gruselig sein soll, dann muss es auch dunkel sein. Und dunkel war es in dem Spiel überhaupt nicht. Ja, ich glaube, das gab auch der Ort des Geschehens Afrika nicht her. Also der kann bestimmt gruselig sein, wenn es da dunkel ist. Ja. Möchte ich da auch nicht rumlaufen, aber in dem Spiel nicht. Nicht so. Nicht so ganz. Crepcom. Crepcom. Ja. Aber vielen, vielen Dank, dass du mir das Spiel vor 3000 Jahren geschenkt hast. Ja, gerne. Ach, guck mal. Ah, Ende, da war ja was. Gestorben, 22 Mal. 22 Mal gestorben. Eine Stunde 13. Ah. Was ein Scheiß. Ja, komm hier, weiter. Spiel beenden. Warte mal, ich krieg hier voll die Trophäen, ey. Ja, du hast das letzte Kapitel gemacht, du hast es auf leicht und normal durchgespielt. Ja. Ja. Also ich hab schon mal Start gedrückt, ne? Also ist. Ich krieg hier noch voll die Sachen, ey. Sie können jetzt den Modus die Söldner spielen. Sie können jetzt Shiva in der Kapitelauswahl und bei Neues Spiel Plus anwählen. Die Ergebnisdaten werden gesendet. Furchtbar. Spiel beenden. Bitte warten Sie. Bitte warten Sie einen Moment. Ihre PlayStation 3 zerstört sich jetzt gleich selbst. Speichern beendet. Okay. Dann bestätige ich mal mit okay. Was jetzt? Jetzt bin ich im Hauptmenü. Also, ja, gerne. Ich habe dir das Spiel gerne zugeschickt. Ich weiß gar nicht mehr, wie es dazu kam. Irgendwie. Ich weiß es auch nicht. Ich weiß es nicht. Es müsste. Ich meine, das hing damit zusammen, dass du irgendwas ausgepackt hast und. Da hast du irgendeinen Kommentar losgelassen und ich habe darauf geantwortet. Aber. Blach. Ich hab das Auspackvideo, ich habe ein paar, also fast alle Videos eigentlich von den Auspackvideos gelöscht, außer die Fanpost-Sachen. Ich habe deins mal als Fanpost betitelt. Das ist noch da. Da muss ich mal gucken. Vielleicht sag ich da irgendwas. Ja, ich meine, irgendwas war da. Ich kann mich nicht mehr erinnern. Ist schon so lange her. Ja, aber auch vielen Dank, dass du das
über 2 Jahre mit mir durchgestanden hast. Ja, gerne. Häufig hing es ja daran, dass ich keine Zeit gefunden habe oder dass ich mich dann auch nicht mehr gemeldet habe, weil die Nachrichten nicht mehr ankamen. Hey, willst du nächste Woche zocken? 3 Wochen später, Nachricht kommt an. Ah, cool. Ja, aber ist ja, weiß ich nicht, ist ja nicht so schlimm irgendwie. Ja, also ich muss sagen, es hat, so schlecht das Spiel manchmal auch war, so doof sich das manchmal dargestellt hat, es hat immer Spaß gemacht. Mhm. Ich denke, weil wir relativ viel aus der Situation, aus dem Material gemacht haben. Ich denke da nur an, ach, wie hieß jetzt eigentlich nochmal dieser Waffenhändler da? Der nicht Willi. Willi habe ich ihn nicht getauft. Ich komme nicht drauf. Aber auf jeden Fall, Donkey Kong war mit dabei. Donkey Kong war mit dabei und eine Tante mit Mega-Möpsen. Ja. Und das kommt mir jetzt noch ins Gedächtnis. Wir hatten eine Aufnahme, da hast du ein Was bisher geschah gemacht. Ja. Das fand ich echt geil. Das klingt jetzt alles so ein bisschen nach Selbstbeweihräucherung, aber das war echt cool gemacht. War mal so was anderes in dem Let's Play, ne? Ja, warum denn nicht? Ja, und du hast das so schön vorgetragen. so ein Best-of, so ein Was bisher geschah, war doch super. Ja. War auch nötig und hätte vielleicht auch das ein oder andere Mal noch nötiger sein können. Aber wie gesagt, es hat Spaß gemacht und ich glaube, das ist die Hauptsache. Ja. Wenn da noch 3 Leute gucken, dann umso besser. Ja, gucken sogar mehr als 3 Leute. Nein, immerhin. Oder du guckst 5-mal, keine Ahnung. In der Regel nur einmal. Okay. Ja, dann gut. Mal gucken. Vielleicht finden wir was Neues. Irgendwann. In 2 Jahren. Jetzt gerade, wo wir hier so sind, ne? Hättest du Bock auf so ein Revisit von DayZ? Revisit DayZ? Ja, jetzt nicht irgendwie so 300 Parts, sondern einfach mal eine Aufnahmesession gucken, was sich geändert hat und wenn es scheiße ist, was es wahrscheinlich ist. Aufhören. Dann aufhören. Ja, ich meine, gelesen so haben, dass es mittlerweile nicht mehr im Alpha-Status ist. Ja, könnte man mal auf jeden Fall reingucken. Ja. Also, ich sag mal so, wenn es scheiße ist, dann kann ich das Spiel als beendet betiteln, weil jetzt momentan ist es bei mir noch standoffen. Ja, dann machen wir das mal. Ja. Demnächst. Ja, irgendwann. Demnächst. Demnächst. Ah, wie lange haben wir? 3 Stunden 18. Wow. Ja, so in etwa. Wie viel haben wir? 21.40 Uhr. Oh, gleich Zeit für die Falle. Ja. Ich habe keine Lust auf Schlafen. Ach, dann bleibst du halt noch wach. Ich muss morgen früh raus. Na gut. Dann hoffe ich auch mal, dass es den Zuschauern gefallen hat. Beim Zugucken, so. Ja. Bedanke mich hiermit nochmal bei dir. Gerne, ich habe zu danken, dass du dich mitgenommen hast. Nochmal. Für das Spiel. Und das Zusammenspielen. Über 2 Jahre. Ich muss das immer wieder betonen. Es hat lange gedauert, aber was lange gärt, wird endlich Sud oder so. Ja. Haben wir jetzt auch geschafft. Ja. Na gut. Dann werden wir uns bei unserem nächsten Projekt oder bei dem Revisit, was vielleicht stattfinden wird, hoffentlich wiedersehen. Und ja. Dann. Bis dann, ne? Tja, bis dahin. Tschüss. Ciao. Tschüss. Die Stimme abgeschmiert.